Es war genau die richtige Antwort nach der Derby-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt. Mit einem deutlichen 9-Tore-Sieg bezwang der THW Kiel den TBV Lemgo. Ja, das Niederlage in Flensburg war scheiße, aber heute haben wir noch 2 Punkte geholt und wir arbeiten weiter. Erste Halbzeit ist richtig gut gemacht. Wir haben 7 oder 8 Tore zum Halbzeit und zweite Halbzeit war auch gut, aber nicht so gut wie erste. Ich war wie immer aufgeregt, aber war ein tolles Gefühl, hier aufzulaufen und spielen zu dürfen und die Chance bekommen zu haben. Ein 7-Tore-Vorsprung zur Halbzeit hatte das Team auch den starken Paraden von Keeper Niklas Landin zu verdanken. Ja, ich glaube, es war ein relativ souveränes Spiel. Vielleicht hätte der Sieg noch ein bisschen höher ausfallen können, aber unterhaltsames Spiel und mit einem klaren, deutlichen Sieg. Das Publikum begrüßte besonders begeistert die Neuzugänge Erlend Marmelund, Alexander Williams und Rogerio Ferreira. Trainer Alfred Gislason gab ihnen das Vertrauen auf der Platte und so siegte der THW Kiel im zweiten Heimspiel mit 32-23. Die erste Halbzeit war sehr gut, fand ich. Also abwehrmäßig, so kurz vor der Pause nicht so, haben wir einfache Tore kassiert. Aber Abwehr stand schon sehr gut. Niklas Landi war auch dahinter richtig ganz sicher. Ich habe dann angefangen, Leuten eine Chance zu geben, zu spielen, die sonst nicht gespielt haben, die letzten Spiele. Also hätten wir 3-4 Tore mehr machen können, aber wie gesagt, das habe ich in Kauf genommen. Als nächste Aufgabe wartet jetzt im Auswärtsspiel der TuS in Lübeck.